ganz kurzer Rückblick. Wie war es für dich? Ich meine, ihr habt DFB-Pokal gespielt. Also war es immer die aufregendste Saison deiner Karriere? Also im Nachhinein betrachtet, wenn ich jetzt so überlege, dann würde ich das schon so unterzeichnen. Ja, also klar, durch die zwei DFB-Pokalspiele, Gladbach-Schalke, allein das war schon mal ein schönes Erlebnis. Und dann, dass man nach anfangs holprigem Start in die Saison, was natürlich auch aufgrund der Kaderzusammenstellung in der knappen Zeit zu tun hatte, glaube ich aber schon, dass wir dann eine riesen Serie hingelegt haben und jetzt auch gerade in der Rückrunde, ich glaube, heute war das erste Heimspiel im Jahr 2014, das wir verloren haben. Leider, sage ich immer noch, aber absolut geile Saison gespielt und ich glaube, das ist das, was jeder Fußballer will und weshalb er sich freut und weshalb er alles dafür tut, um auf Platz zu stehen. Ja. Ja, für uns natürlich ein kleiner Traum, kann man sagen. Letztes Jahr abgestiegen, ist dann wegen Offenbach in der Liga geblieben. Dann haben wir uns halt viel vorgenommen, den Klassenerhalt zu schaffen, so früh wie es geht. Haben wir dann auch früh hinbekommen und dann haben wir einfach von Spiel zu Spiel geschaut, wie es weiterläuft. Haben dann genug Punkte geholt, eine lange Zeit lang ungeschlagen gewesen und ich denke mal, dass wir am Ende verdient Dritter geworden sind und jetzt die zweiten Relegationsspiele bestreiten können. Fans sind schon die ganze Saison über überragend, wenn man sieht, was die gemacht haben, oder dass sie nach Rostock geflogen sind, nach Wien mit dem Boot gefahren sind, nach Leipzig mit dem Zug. Das ist sensationell, das erlebt man auch nicht alle Tage. Unterstützen uns überragend heute auch wieder, obwohl wir in Rückstand lagen. Haben sie uns angepeitscht, alles versucht und ich denke mal, von so Fans kann man nur träumen und ich denke mal, jetzt in den zwei Relegationsspielen werden sie auch nochmal alles geben, alles rausfeuern und unterstützen, dass wir da positives Ergebnis erreichen können.